Das Team von KRONE TV ist nach wie vor Gast auf dem Gelände der Firma Toni Hotz. Und unser heutiges Thema ist der Lang-LKW Typ 1. Jetzt aber bitte nicht gleich genervt abschalten, weil Ihnen der x-te Aufguss dieses Themas nicht wirklich prickelnd erscheint. Denn wir wären ja nicht KRONE, wenn wir nicht auch dazu noch einen Ass im Ärmel hätten. Dieser verlängerte Auflieger hat nämlich eine Nachlauflenkachse und verbessert dadurch gleich zwei Aspekte wesentlich. Zum einen erwartungsgemäß eine völlig problemlose Kreisfahrt, noch dazu extrem reifenschonend. Und diese Nachlauflenkachse macht den verlängerten Auflieger so wendig, dass der TÜV-Ingenieur selbst mit einer gelifteten ersten Achse im Biokraftkreis keine Einwände hat. Außerdem wird eine deutlich bessere Lastverteilung erreicht. Denn die Lenkachse steht mit 1810 mm Abstand zur mittleren Achse deutlich weiter hinten als bei einem Standard-Dreiachs-Aggregat. Herr Hotz, berichten Sie uns doch bitte mal von Ihren Erfahrungen mit Ihrem Lang-LKW Typ 1 und der eher untypischen Nachlauflenkachse. Ja, gut. Ich fahre schon seit Jahrzehnten das Standard-Dreiachs-Aggregat und bin von dem Langaufleger mit der Lenkachse also sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Biokraftkreis zu fahren war überhaupt kein Problem. Normaler Kreis zu fahren ist auch kein Problem. Es kann mal ein bisschen enger werden, wenn's mal wenn die Kurve mal über 90 Grad geht. Dann merkt man, er läuft ein bisschen nach innen. Und einer langgezogenen Kurve läuft er auch ein bisschen nach innen, aber ansonsten top. Vielen Dank, Herr Hotz. Selbstverständlich möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass Toni Hotz seine Auflieger grundsätzlich mit fahrerfreundlichen Features ausstattet, allem voran der KRONE Safe Curtain. Die KRONE Safe Curtain kann bekanntlich gänzlich auf Einstecklatten verzichten und befreit die Fahrer innen vom schweißtreibenden und unfallträchtigen Lattenhandling. Somit also leichtestes Fahren und Laden für das wichtigste Glied in der Transportkette. Made by KRONE.